bei mir im Stream. Meine unsichtbaren Freunde. Nur in den dunklen Gängen meiner Seele existieren. Und darauf. Ah, oh, au, 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 au. Hör auf zu keichen. Und zu keichen. Sind wir lieb? Böse Unsichtbarer. Ups. Böses unsichtbares Monster. Wo steht's denn jetzt? Direkt neben uns, oder? Ja, und wir sind direkt reingesprungen. Das war nicht so die gute Idee. Und wir sind wieder kaum bei Bewusstsein. Heilen wir von alleine? Nein, oder? Ich habe nur zwei Laudanum. Hm. Nee, komm, ich lass mich töten. Mach schneller. Ich warte. Du brauchst heute ziemlich lange, um mich zu töten. Bleib vom Wasser fern. Hüpf. Hüpf. Ja, wir sind durch. Schnell hoch. Und das Vieh ist uns gefolgt. Geil. Der Unsichtbare kann durch Gittertüren durchgehen. Das beruhigt doch. Das beruhigt viel mehr als jetzt hier. Unser neuer Freund. Oberkörper. Haben Sie... Sehnen Sie sich nicht auch danach, einen durchtrainierten Sommeroberkörper zu haben? Einen Beachbody, wie ihn die Frauen wollen und um den sie andere Männer beneiden? Dann kommen Sie in die Katakomben. Ich habe noch einen übrig. Oder so ein Zeug. Das ist doch hilfreich. Ich kann es nur gerade irgendwie... Da, Aufnahme Öl. Schön, schön. Nee, dann nehmen wir nochmal ein... Ich will das Bein nehmen. Hm. Komm, komm, happy, happy. Da, ein Bein. Mit einem Drehrad dran. Ist es schon ein bisschen fies. Ärmchen? Gib Pfötchen. Na komm. Hör auf so zu knurren, das ist nicht lieb. Hier, gib Pfötchen. Durch, durch, durch. Schnell durch. Und Tür zu. Okay. Ich bin einfach ein Schloss verriegelt. Scheiße. Oh. Was ist das? Aufgenommen, hohle Nadel. Oh, das Vieh hat die Tür zu... Oh. Alter. Das Vieh hat tatsächlich die Tür zertreten.
Ach nee, ist noch davor. Gut, gut. Archivtunnel. Ja! Etwas Großes glitt an seinem Bein entlang und er fühlte, wie er von der Strömung des Monsters mitgezogen wurde. Er drückte sich an die Oberfläche. Hilfe! Schrie er und der Ozean verschlang ihn erneut. Oh, und hier ist immer noch Wasser. Tür. Hier leuchtet es grün. Rot meine ich. Und hier. Hier muss doch irgendwo rausgehen. Ich spring jetzt einfach mal da rauf. Ist hier was? Ih, das Ding ist da. Okay. Unangenehm, ich schreibe alles. Und ich glaube, ich laufe gerade etwas im Kreis. Hier ist alles verbarrikadiert. Hintere Halle. Er fühlte, wie er aufs offene Meer getrieben wurde. Der lackierte Rumpf der SF Hortensia glänzte im sanften, warmen Gelb der untergehenden Sonne. Er wandte seinen Kopf zum ruhigen Ozean in Richtung der portugiesischen Küste und fragte sich, ist das wieder ein Traum? Oh, und hier ist kein Wasser mehr. Und hier ist Licht. Also grafisch erinnert mich das immer wieder stark an Oblivion. Die Musik ist gerade ein bisschen schöner geworden. Und da liegt eine zerbrochene Statue. Und aus dem Mund eines Monsterkindes erbricht sich Wasser. Aber wir sind wieder im Licht. Unser geistiger Zustand ist glasklar, darum auch die entspannende Musik. Ja. Okay, die Musik kommt nur, wenn wir hier unten sind. Dann schauen wir uns doch erstmal hier unten ein bisschen um. Was haben wir denn da hinten? Inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Ein Aufzug nach unten. Und ich muss sagen, was ich mich jetzt frage, welche der zwei Visionen ist nun die Realität? Dieses gemütliche, mittelalterliche Schloss mit Beleuchtung oder die düstere Vision, die sich in unserem Kopf abspielt? Maschinenraum ist abgeschlossen. Was haben wir hier sonst noch so? Ach, von da kamen wir? Gut. Oder kam es von da? Bin gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, wir kamen von da. Archivtunnel. Ne, wir kamen von da. Ja, wir kamen definitiv von da. Ich erinnere mich an die an. Ja, gut. Das da. Gut. Dann gucken wir doch mal, was da unten ist. Wenn das auch wieder die Tunnel sind, bringt uns das nicht viel. Lagerraum. Klingt wieder ein bisschen gruselig. Er versuchte die Teile zusammenzusetzen, doch genau wie die Sanddünen veränderten auch sie ihre Form, wenn man nicht hinsah.
Wuhaha. Was gibt's hier so in dem Lagerraum? Eine Kiste, die man nicht aufmachen kann. Sandsäcke. Ah, das ist gerade etwas unangenehm hier. Nee, komm, ich gehe erstmal im Aufzug runter. Das ist wahrscheinlich die viel bessere Idee. Denn mit dem Aufzug ins Unbekannte, ja, das vermittelt viel mehr Sicherheit. Außerdem ist hier die entspannte Musik. Und so entspannte Musik, die wiegt ein in fälschlich trügerischer Sicherheit. Und da ist plötzlich die Tür zu, obwohl wir sie nie zugemacht haben. Das ist auch so ein bisschen seltsam. Gucken wir mal, ob der Aufzug funktioniert. Ich schätze mal nein. Ja, es funktioniert nicht. Wir müssen also erst den Aufzug reparieren. Maschinenraum ist abgeschlossen. Kriegen wir den irgendwie noch mit unserer Nadel auf? Der Gegenstand kann dafür nicht verwendet werden, also mit der Nadel geht's also auch nicht. Dann bleibt uns leider nur der Lagerraum übrig. Schauen wir mal. Herberts Gepäck war mit einem Seil umwickelt. Der Verschluss war aufgebrochen worden, vermutlich von Dieben, wie er annahm. Er fragte sich, ob er noch irgendetwas erhalten geblieben ist, als er daran dachte, durch wie viele Hände es schon gegangen war. Herbert. Ah, ich bin der Herbert. Wann ist dann mal ein Mann? Ich bin der Herbert. Lagerhaus. Zunder, Zunder. Teil eines Bohrers. Oh, fuck! Weg, 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 weg! Weg, weg, weg! Oh, nee, nee. Ah, oh! Okay, hier können wir uns nicht gut verstecken. Wir haben voll das gute Versteck gefunden. Da liegt Zunder. Ah! Und da ist er wieder. Da ist er wieder. Der eklige Nackte. Wo geht's? Aua, ich sterbe. Wo geht's wieder nach oben? Da geht's nach oben. Verpiss dich, grausiger Nackter. Geh dir was anziehen. Nein! Fuck, tot. Tot, tot, tot. Wag dich nicht zu weit. Ja, wo soll ich denn sonst hin? Ich muss da durch. Ah. Ah, und jetzt sind wir wieder hier. Da ist der Bohrer. Nee. Warte mal. Ah. Jo. Ein Hammer. Ist hier sonst noch irgendwas, das wir gebrauchen können? Zunder. Da ist sonst nichts Interessantes. Eine Säge. Und dann laufen wir mal wieder nach oben. Da ist oben. Das Vieh ist direkt hinter uns. Das ist nicht so geil. Also wieder nach oben in die hintere Halle. Huhu, Wolfstraum.